Ja, hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video und zwar der Nachbesprechung bzw. meinem Fazit zur mega geilen Los Amigos Convention Nummer 3. Ja Leute, was soll ich sagen? Die Los Amigos 3 ist Geschichte, hat vergangenes Wochenende stattgefunden und ich bin wieder zu Hause. Es war zwei, beziehungsweise für mich sogar drei Tage voller Spaß, Spielspaß, Spannung kann man sagen, wie beim Überraschungsei. Es war Wahnsinn, ja. Und um das alles in ein Video zu packen, habe ich mir überlegt, ich mache zwei Videos. Ja, ich möchte in dem ersten Video euch teilhaben lassen an der ganzen Entstehungsgeschichte, ja, von Freitag, wie wir hier losgefahren sind, bis Sonntagabend, bis ich wieder zu Hause war, was da alles passiert ist, wie ich das Ganze erlebt habe, wen ich getroffen habe und so weiter. Und im zweiten Video möchte ich euch dann meine Funde präsentieren. Ja, ich habe mir natürlich auch was gegönnt auf der Los Amigos und möchte natürlich auch dann im zweiten Video endlich die Gewinnspielauflösung zu meinem 700 Abonnenten Gewinnspiel ja, auflösen. genau, richtig. Also, seid gespannt. Es erwarten euch zwei Videos zur Los Amigos und wie gesagt, es ging für mich los, wenn ihr meine Videos verfolgt, wenn ihr mein Instagram oder Facebook verfolgt, wisst ihr, ich war mit Z-Toys da. Ich habe dem Christian von Z-Toys, Grüße an dich, am Stand geholfen, ja, so gut ich konnte. Und es ging los, dass wir Freitag Vormittag mit dem Sprinter, beziehungsweise Christian hat mich mit dem Sprinter abgeholt. Wir sind dann zu ihm gefahren, ja, haben die Waren, die Kisten, die Unmengen an Kisten und wir haben alles Mögliche eingepackt. Wir haben einen Kühlschrank dabei gehabt. Ja, wir haben seine Fotobox für die Zertifikate dabei gehabt, damit die Besucher der Convention mal sehen konnten, wie er das Ganze macht, wie er das Ganze ja, fotografiert und was das Ganze halt für mit auf sich hat halt, ja, also erster Hand. Ja, wir haben sehr viele Regale selbst mitgenommen. Wir haben Glasvitrinen auseinandergebaut, eingeladen, die wir vor Ort wieder aufgebaut hatten. Ja, und was soll ich sagen? Wir waren zu zweit, wir haben das Ganze zu zweit gestemmt. Ja, haben, ja, um 12 Uhr ungefähr, dann 12 Uhr Mittagszeit vor der Colorline Arena, vor dieser Paintball-Halle in Hanau gestanden. Ja, der Daniel und der Andreas, die beiden von der Orga von der Los Amigos waren da, haben uns kurz gequatscht, haben uns gezeigt, wo wir unseren Stand quasi haben. Wir haben dann angefangen, die Sachen alle reinzuladen. Nach und nach, peu à peu, sind dann die anderen Aussteller gekommen. Alles am Freitag, ja, haben dann ihre Sachen schon vorbereitet, aufgestellt und so weiter. Wir haben natürlich sehr viel gequatscht mit den Jungs von Steinendorf, mit Strong Vision, Time for Action Toys, mit Morax, mit Red Packs und so weiter. Da komme ich gleich immer noch ein bisschen später nochmal drauf zurück. Und ja, haben wie gerade unseren Stand aufgebaut, ja, haben die Vitrinen aufgestellt, ja, und jetzt möchte ich euch ein kurzes kleines Video zeigen, ja, wie der Stand dann fertig ausgesehen hat. Das blende ich jetzt einfach mal mit ein. Und ja, wie ihr seht die einzelnen Vitrinen. Wir haben insgesamt vier Vitrinen gehabt, ja, die wir vorne präsentiert haben. Da waren dann Sachen wie Star Wars drin, da waren WWF-Figuren drin, ein bisschen hochwertigere. In der Mitte hatten wir dann zwei Vitrinen stehen gehabt, wo der Christian extra für die Los Amigos ja, Varianten der Masters of the Universe Vintage Figuren drin hatte. Ja, er hatte einen Blackface Chrysler drin, er hatte Top Toys Figuren drin aus Argentinien, die halt auch besonders sind von der Farbgebung etc. In der anderen Vitrine ganz rechts hatten wir dann Turtles stehen. Ja, wir hatten wie gesagt Ghostbusters dabei, auch die Neuauflagen der Ghostbusters. Ja, wir haben Revelations Figuren dabei, wir haben Revelation Mini dabei gehabt, wir haben Origins dabei gehabt. Ja, wir haben natürlich Mox dabei gehabt, Vintage Mox von Masters, von New Adventure und ein haufenweise WWF Mox. Ja, die haben wir dann größtenteils alle hinter dem Stand nochmal auf Kunststoffregal, auf schwarze, auch die haben wir mitgebracht, aufgestellt. Und wie gesagt, in dem Video seht ihr so, wie der Stand so in etwa ausgesehen hat. Es war Wahnsinn. Und ja, dann um 10 Uhr hat die Halle ja geöffnet, dann kamen die ersten Besucher rein. Ja, ich bin vorher noch mal kurz rumgegangen, habe mal so mit den Händlern noch mal gequatscht, habe noch mal geguckt, was haben die denn alles Schönes. Ja, und die haben alle mega tolle Sachen gehabt. Ja, und ich hätte arm werden können.
Gott sei Dank kamt ihr dann, Gott sei Dank kamen dann die Besucher, ja, und ich kam aus dem Reden und auch aus dem Verkaufen nicht mehr raus, weil es war wirklich klasse, es war wirklich toll, es war eine Community da, ja, die sich alle für dasselbe interessieren. Der Samstag war ja ausverkauft, die Tageskarte hat 10 Euro gekostet, ja, es war total klasse. Ich bin immer noch total geflasht, wie das Ganze abgelaufen ist, wie friedlich, wie toll das Ganze abgelaufen ist, ja. Ich habe so viele nette Leute neu kennengelernt, mit denen ich vorher noch nicht gesprochen oder geschrieben habe. Genauso gut habe ich endlich halt auch viele von euch kennengelernt, viele von euch, die ich über Facebook kenne, die ich über Instagram und auch über YouTube kenne, die ihr mir regelmäßig schreibt, mit denen ich in Kontakt bin. Ja, auch die, wie ich es mir gehofft habe, ihr seid zu mir gekommen, habt gesagt, hier, ich kenne dich, ja, ich soll ja Bescheid sagen, ja, ich bin der so und so und ich gucke deinen Kanal oder wir kennen uns von Instagram und so weiter, ja, weil wie gesagt, ich habe ja kein Bild von euch gehabt, ihr seht mich ja, ja, aber ich sehe euch nicht, es sei denn, ihr habt vielleicht ein Bild in Instagram drin, wo man euch mal erkennt oder sowas, aber es ist ja so viel, ja, und nehmt mir das nicht übel, wenn ich auch den ersten dann vielleicht auch mit dem Namen vielleicht nicht zuordnen konnte, aber es war Wahnsinn, ja, ich kam und vielleicht hört ihr es auch noch, ich bin echt heiser, ich habe jetzt eben gerade eine heiße Zitrone getrunken, ich bin Tee am Trinken, ja. Es ist Montagvormittag, ja, ich habe mir heute Urlaub genommen, ja, um jetzt die Videos abzudrehen, um mich ein bisschen auszuruhen, denn um da nochmal drauf zurückzukommen, ja, wir haben am Freitag um 12 Uhr angefangen auszuladen, aufzustellen etc., bis alles gestanden hat, natürlich haben wir zwischendurch was gegessen und so weiter, aber bis am Freitag alles gestanden hat, wir sind um 21:45 abends aus der Halle raus und waren immer noch nicht hundertprozentig fertig. Ja, also es war Wahnsinn, wir haben die Füße wehgetan, wir haben die Beine wehgetan, wir haben natürlich im Hotel übernachtet, ja, was Gott sei Dank fast nebenan war, das heißt ein kurzer Fußweg und dann quasi tot ins Bett gefallen. Ja, am nächsten Tag, ich glaube, ich habe 5 Stunden geschlafen oder so, am nächsten Tag, am Samstagvormittag, die Türen haben ja, wie gesagt, um 10 Uhr geöffnet und wir waren um 7 Uhr wieder in der Halle, weil um 7 Uhr aufgemacht wurde für die Händler, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Es gab ja auch einen Privatflohmarkt, wo sich halt Privatpersonen anmelden konnten, die dann ihre Sachen halt am Samstag erst reinbringen konnten, ja, die waren dann auch schon um 7, kurz nach 7 da, haben ihre Sachen aufgestellt, ja, auch da haben wir dann nochmal gequatscht, sind wir drüber gegangen, ja, und ja, wir haben auch noch ein bisschen aufgeräumt, weil wir waren am Freitagabend nicht hundertprozentig fertig und dann, wie gesagt, um 10 Uhr haben dann die Türen aufgemacht, der Samstag war ja bis Open End, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren am Samstag auch wieder, ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt, auch wieder so gegen 10, halb 11, glaube ich, waren wir wieder im Hotel, also wieder ein sehr langer Tag und dann auch wieder nicht viel mehr gemacht, als kurz ins Bad gegangen, ja, und sofort ins Bett gefallen. Sonntag, der zweite Convention-Tag, ging los, auch wieder um 10, ja, wir waren so gegen 8, glaube ich, an der Halle, ja, um noch ein bisschen halt die Aufräumarbeiten vom Vortag zu erledigen, noch ein bisschen sauber zu machen, den Stand nochmal neu herzurichten, aufzufüllen etc. Ja, und dann ging es um 10 Uhr wieder los und der Samstag war ausverkauft, der Sonntag war etwas ruhiger, aber dennoch nicht minder erfolgreich. Es waren wieder sehr viele Leute da, mit denen ich gesprochen habe, sehr viele Leute, die halt auch gekauft haben. Fand ich richtig klasse, also auch diese Gespräche über die Figuren, ja, das Leuchten in den Augen von den Personen zu sehen, wenn sie eine Figur sehen, die sie da kaufen können, ja, vielleicht auf die sie schon ewig warten und sie vielleicht nicht online kaufen wollten oder nicht gefunden haben, ja, die erstmal in die Hand zu nehmen, zu gucken, gefällt mir die wirklich so, wie ich es in Erinnerung habe oder wie ich sie haben möchte. Das war alles so klasse. Ja, und der Sonntag, ging dann, ja, ich glaube, so offiziell war es so bis um 4, glaube ich, hieß es, dass es beendet ist, aber es ist schon ein bisschen früher ausgelaufen. Das heißt, man konnte schon ein bisschen nebenbei Sachen beisammen machen und so weiter. Und ich meine, dadurch, dass es in Hanau war, ja, haben wir nicht so eine weite Anfahrts- und auch so eine weite Rückreisestrecke gehabt. Und ich meine, so kurz nach 6 war ich zu Hause am Sonntagabend. Ja, was soll ich sagen? Könnt ihr euch vorstellen, auch nicht mehr viel gemacht. Ins Bett gefallen und ja, jetzt ist Montag. Jetzt nehme ich schon wieder das Video für euch auf. Möchte
die Erfahrung, solange sie noch frisch sind, natürlich verarbeiten, möchte ich euch erzählen. Ja, und es war wirklich klasse. Wie gesagt, wir haben einen Kühlschrank dabei gehabt. Nochmal ganz kurz, ich war ja am Stand von Seatoys, vom Christian, ja, und habe dem geholfen. Das ist ja so zustande gekommen, dass ich halt regelmäßig bei ihm gekauft habe oder kaufe immer noch im Online-Shop und die Sachen halt bei ihm abhole. Und viele von euch wissen es ja mittlerweile schon, ja, dass es dadurch halt eine richtig gute, ja, Freundschaft entstanden ist. Ja, wir haben das gleiche Hobby. Er hat sich sogar zum Beruf gemacht. Ja, da bin ich noch von entfernt. Ich will es hoffentlich beim Hobby belassen. Ja, und ich wäre sowieso zu Los Amigos gekommen als Gast. Und da hat er mich eines Tages halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen. Habe ich keine Sekunde überlegt. Ja, habe ich natürlich gesagt, natürlich mache ich das. Ich helfe dir. Ja, ich finde das klasse. Und dann war ich halt beide Tage da. Und es war mega erfolgreich, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht, ja. Euch endlich alle mal live zu sehen. Natürlich in der Halle mit Maske, wie die Corona-Vorschriften nun mal sind. Draußen im Freien konnte man sie abnehmen, ja. Deswegen habe ich auch den einen oder anderen vielleicht nicht direkt erkannt, wenn wir mit Maske uns begegnet sind. Aber es war wirklich, wirklich klasse. Es hat so viel Spaß gemacht, ja. Und ich war echt auch geflasht, kann man sagen, dass ich mein Logo, mein Retro-Rauner-Logo, auch auf der Los Amigos auf einmal auf einem Banner neben einem Petendo-Logo gesehen habe, wo ich dachte, boah, Leute, das ist Wahnsinn, ja. Es ist unfassbar, ja, wie diese Community mich aufgenommen hat. Ich kann es nur immer noch wiederholen, ja. Ich finde es so klasse und das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Auch die tollen Gespräche, die tollen Fotos, ja, die die Leute mit mir gemacht haben oder machen wollten. Ich finde es so toll, es macht so viel Spaß mit euch, ja. Und da wollte ich nur nochmal Danke sagen, ja. Das ist eine Community, die ich mir zu träumen nicht erlaubt hätte, ja. Und es ist wirklich so, es macht so viel Spaß mit euch. Vielen lieben Dank. Und ich habe mir hier mal ein paar Leute aufgeschrieben, die möchte ich jetzt in dem Video noch grüßen oder vielleicht noch das ein oder andere über die Leute verlieren. Seht's mir nach, wenn ich irgendjemanden vergessen haben sollte. Es ist nicht böse gemeint, ja. Es war so viel los. Es hat so viel Spaß gemacht, ja. Und wenn ich einen vergesse, schreibt's ruhig unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise in die Kommentare rein, ja. Ich war doch auch da, ich habe auch mit dir gesprochen. Tut mir leid, nehmt's mir nicht übel, wie gesagt, ja. Also, ich möchte mich natürlich bedanken beim Daniel Weisker und dem Andreas Schumacher, ja, für die Organisation der Los Amigos. Und ich kann nur sagen, ihr beiden, ihr habt Spuren hinterlassen, ja, und wenn die Los Amigos 4 kommt, ja, ihr habt eine Mammutaufgabe, ja, diese Los Amigos 3 zu toppen. Ich drücke euch die Daumen, ja, ich bin wieder mit dabei, auf jeden Fall. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ich unterstütze euch auch, ja, es macht tierisch Spaß mit euch. Ja, die Shops natürlich, ja, ich habe die Jungs von Steinedorf kennengelernt, was ein geiles Team, ja, viele Grüße an euch nach Düsseldorf, ja, ihr seid der Hammer, ihr habt mich auch aufgenommen, ja, wir haben uns einen super unterhalten, ihr habt auch einen geilen Shop, ihr habt geile Sachen da gehabt, ich hätte arm werden können bei euch, Gott sei Dank musste ich beim Christian verkaufen und hat keine Zeit gehabt, großartig zukaufen, ja, sonst, ich weiß nicht, wo das geendet hätte, ja, also Wahnsinn, ihr seid toll, ihr seid mega, Leute, wenn ihr Steinedorf noch nicht kennt, ich verlinke auch mal jeden, ich versuche jeden mit Adressen, mit Instagram, mit Facebook, mit Website und sowas in dem Video zu verlinken. Ja, dann schaut mal da rein. Die Jungs haben es echt verdient. Die machen einen geilen Job. Genauso, ich glaube, ich brauche keine Worte zu verlieren über den Andy Daniel von Strong Vision. Strong Vision ist ein riesengroßer Händler, die mega geiles Zeug haben. Die haben eine Eternia Playset da stehen gehabt. Einfach mal so. Die haben Mask ohne Ende gehabt. Ja, ich mache am Ende des Videos nochmal so kurze Einblicke. Lass ein paar Bilder durchlaufen, ja, damit ihr mal seht, was alles da war. Andy, richtig klasse, dich persönlich kennengelernt zu haben. Bist ein geiler Typ. Ja, mach weiter so. Es macht echt Spaß. Ja, ich habe Time for Action Toys kennengelernt, den Kai, ein richtig cooler Shop auch, ja, keine Vintage Toys, er hat Neuware, aber dafür halt alles mögliche, ja, kreuz und quer über die verschiedenen Toylines, super tolle Gespräche geführt, Kai, viele Grüße auch an dich, ja, die Retro-Spielzeugwelt war natürlich da, der Dominik, ja, auch super verstanden, auch endlich mal persönlich kennengelernt, da habe ich ja auch schon eingekauft online, ja, also Wahnsinn. Wahnsinn, was das für eine Community ist und es ist auch überhaupt kein Neid oder kein hier schnapp mir nicht meine Kunden weg Gefühl oder sowas. Es hat einfach Spaß gemacht
euch zu sehen, wie ihr agiert, was ihr alles da habt, ja. Und wie gesagt, das ein oder andere, ich trinke ja leider kein Alkohol, ja, aber den einen oder anderen Softdrink vielleicht mit euch zu trinken, ja, oder den anderen Burger mit euch gegessen. Es hat echt, echt Spaß gemacht. Ja, natürlich darf ich nicht vergessen, den Emre von Morax. Morax war da, hat einen richtig coolen Stand gehabt, ja. Habe ich auch das ein oder andere gekauft. Ja, und er hat halt richtig geile Sachen dabei gehabt. Da möchte ich auch dann in einem anderen Video nochmal drauf eingehen. Ja, richtig klasse. Also auch Grüße an dich und die nächste Bestellung kommt natürlich auch. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, Red Packs war da. Die haben einen Stand neben uns gehabt und haben halt customized Acrylcases und so weiter für deine Figuren. Ja, die bauen sie individuell für dich mit einer schönen Cardback, mit einer schönen Rückwand und so weiter. Richtig cool, auch das verlinke ich hier unten. Ja, schaut da mal vorbei. Richtig geile Typen. Ja, natürlich, Motu Fanfiction war da, Artefakte der Macht, worüber ich schon so oft geschrieben habe oder berichtet halt habe in meinen Videos. Ja, richtig geile illustrierte Geschichten. Ja, ich sage nicht das C-Wort. Ja, richtig geile illustrierte Geschichten. Die neue, die sie halt auf der Convention jetzt dabei hatten, leider nicht gekriegt habe. Wie gesagt, ich bin aus dem Stand, hinter dem Stand von Sidos nicht rausgekommen. Wie ich es dann geschafft habe, war das neueste Heft schon weg. Aber ich bestelle es mir, sobald es wieder online ist. Gar kein Problem. Welt der Meister war da, das Magazin. Haben auch wieder die goldene Schallplatte von der Heike Dine Körtin, von der Hörspielkönigin schlechthin mitgehabt. Von dem Europa Masters of the Universe Hörspiel Sternenstaub der Folge 1. Ja, auch da habe ich wieder ein Foto von gemacht. Ja, finde ich richtig toll. Haben wieder ihre Welt der Meister Magazine, den Hörspielband und so weiter, alles da gehabt. Der Martin war da. Martin, auch nochmal Grüße an dich. Ja, der Martin hat eine der größten Prop-Sammlungen, ich würde sagen weltweit, was den Masters Realfilm angeht, was Starship Troopers angeht, ja, etc., etc. Mit Martin habe ich mich sehr schön unterhalten, ja, und Martin, es hat irgendwie am Ende nicht mehr geklappt. Ich wollte mir noch was von dir holen, ja, war dann am Ende irgendwie ein bisschen unschlüssig. Jetzt ärgere ich mich wieder, wie das oft so ist, ja. Also vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin, dass ich das eine Teil, was ich haben wollte, dann doch noch bekomme. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Der Ken Coleman war da. Ken Coleman ist ein Digital Artist, ja, der halt Prinz von sich halt ausliegen gehabt hat, richtig geile Sachen, die er ja quasi aus verschiedenen Figuren 3D-Drucker erstellt und so weiter und das dann halt am Rechner wirklich halt zu einem geilen Bild zusammenbaut. Der kam aus Irland angereist, ja, und sagt, mit dem habe ich mich auch gefühlt, glaube ich, 2 Stunden, 3 Stunden insgesamt unterhalten irgendwie, ja, vor der Con, nach der Con, während der Con kurz, ja, also ein richtig geiler Typ, ja, kommt aus Irland, sagt halt, da gibt es halt sowas wie die Convention, ja, wie die Los Amigos gibt es eigentlich nicht da, ja, er hat da Leute, die halt so geil drauf sind, ja, und er hat denen halt die ganze Zeit immer Fotos geschickt und Videos geschickt, ja, und hat gesagt, ihr guck mal, wo ich hier bin, das ist geil, ihr müsst alle nächstes Jahr herkommen, ja, ich hoffe, dass das mit der Convention, mit der Pandemie halt so funktioniert, ja, dass halt wirklich halt auch den Leute wieder generell reisen können und so weiter, dass wir auch viele Leute aus dem Ausland dabei haben, ja, also Ken Coleman, richtig geiler Typ, hat richtig Spaß gemacht. Ken, solltest du das Video hier sehen, ja, ich habe auch englische Untertitel drin, dann guckst dir an, ja, ansonsten verlinke ich ihn auch nochmal hier in der Videobeschreibung. Ich habe auch natürlich auch die YouTuber waren da, ja, also meine Kollegen quasi, ja, also wobei meine Ziehväter, kann man sagen, den Petendo, das ist ein Grund, wieso ich überhaupt einen Kanal gemacht habe, war da der Peter, auch endlich mal persönlich kennengelernt. Peter, viele Grüße an dich, hat richtig Spaß gemacht, war richtig geil. Ja, der Chris Tayment natürlich, ja, der auch ein bisschen in der Orga von der Los Amigos mitmischt, ja, der auch einen riesen Wahnsinns-YouTube-Channel hat. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Trotzdem auch verlinke ich alles nochmal hier unten. Ja, viele Grüße an dich, auch geil, dich kennengelernt zu haben. Ich habe Sodax Zeittresor, den Stefan natürlich, endlich mal kennengelernt. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen Deal gemacht, aber halt auch immer nur per Facebook, per Instagram-Message und so weiter hin und her geschrieben. Jetzt endlich mal getroffen, endlich mal 5 Minuten Zeit gehabt zu sprechen. Richtig geil, richtig klasse. Ja, dann End of Toys war da, ja. Der Christopher, mit dem habe ich mich nett unterhalten. Richtig cool, ja. Er fängt auch gerade an, einen Shop zu machen, ja, der aus der Corona-Situation entstanden ist, die Idee, ja. Also ich drücke dir die Daumen, dass das was wird. Mach weiter so, ja, richtig toll. Der Osman war dabei, ja, der mir auch, den ich über Facebook kenne, über die Moto Bros Gruppe,
Dem habe ich auch das ein oder andere Mal schon geschrieben. Er hat mir was richtig Geiles mitgebracht, Leute. Was richtig, richtig Geiles. Osman, vielen Dank dafür. Das zeige ich auch in dem nächsten Video. So, der Michel, der Martin. Wir haben Fotos gemacht, wir haben uns unterhalten. Grüße an euch alle. Grüße an alle, die ich vergessen habe. Ja, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Und ich mache es jetzt so. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich zeige euch jetzt ein paar Fotos. Ja, die ich noch gemacht habe. Lass das Video hier ausklingen. Meine Stimme ist gleich ganz weg. Und Teil 2, wie gesagt, des Videos kommt, indem ich euch meine Neuvorstellung, meine Neuheiten präsentiere, die ich alle abgestaubt habe. Und die Auflösung meines 700 Abonnenten-Gewinnspiels packe ich in das Video mit rein. Also Leute, stay tuned, ja, bleibt dran. Das nächste Video kommt kurzfristig. Macht's gut. Bis zum nächsten dann. Euer Retro-Rauner.